Draußen sieht es leider immer noch so aus. Tja, mit Motorradfahren ist da nichts und deswegen gibt es nach wie vor Winterprogramm. Und jeder, der jetzt sagt, Moment, GPX-Animator, der war doch erst dran. Ja, aber in dem Video hatte ich ja schon gesagt, dass ein neues Update ansteht. Und ich finde, das ist so gut, dass ich jetzt doch gleich mal die Neuerungen noch schnell vorstellen will. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Hallo zusammen und willkommen zu einer Folge. Und wie gesagt, heute soll es nochmal um den GPX Animator gehen. Da ist ja ein neues Update rausgekommen und da sind ein paar wirklich schöne Verbesserungen drin, die einige Sachen, die ich in meinem Original-Tutorial-Video noch tricksen musste, jetzt da vereinfachen und auch viel besser machen. Aber das Original-Tutorial-Video ist natürlich nicht komplett hinfällig. Das heißt, das solltet ihr immer noch gucken, wenn ihr wissen wollt, wie der GPX-Animator funktioniert. Und heute gibt es, wie gesagt, nur die Updates dazu. Und gleich als erstes will ich eine Sache noch nachreichen. Und zwar ging es da um die Pausen. Da haben wir hier ja eine Einstellung Pausen überspringen. Und in dem richtigen Tutorial-Video hatte ich ja gesagt, ich habe nicht wirklich rausgekriegt, wie es funktioniert. Da hat sich der Markus gemeldet, das ist der im Moment die Weiterentwicklung von dem GPX Animator übernommen hat. Und er hat mir es erklärt, es geht also darum, wenn ihr zwei Tracks habt, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen sind, die macht er in eine Datei rein, dann habt ihr ja eine Riesenlücke natürlich. An dem einen Tag habt ihr irgendwann abends aufgehört und am nächsten Tag startet er erst wieder am Morgen. Und wenn ihr da nicht Pause überspringen macht, dann habt ihr sozusagen wirklich auch ein Video für die ganze Nacht, wo ihr euch nicht bewegt. Und da wird halt in dem Fall dann übersprungen und dieser kurze Überblendeffekt hier eingerichtet. Das heißt, hier haben wir die Überblendungsfarbe dafür und die Überblendungsdauer. Und das Ganze habe ich dann auch mal ausprobiert mit den zwei Touren von der JHV diesem Jahr. Zwei Tage hier in ein Projekt reingeladen als zwei verschiedene Routen. Und dann halt rendern lassen und dann kann man diesen Effekt auch schön sehen. Ich blende das jetzt hier mal kurz ein. Damit hätten wir das Rätsel also auch gelüftet und wir können uns auf die Neuerungen stürzen. Und da gibt es ja schon einige. Wie gesagt, jetzt hier, gerade jetzt da kurz nach Neujahr, ist dann die neue Version 1.6 aufgetaucht und hat einige schöne Sachen drin. Gleich der erste Punkt ist hier Adding Support for Moving Maps. Das ist natürlich das größte Feature, aber das hebe ich mir jetzt mal bis zum Schluss auf, weil es natürlich auch so ein bisschen das Anstrengendste ist vom Rendern. Wir gucken uns mal hier so der Reihe nach an, was sich aus meiner Sicht hier wirklich Lohnenswertes geändert hat. Und wir fangen an auf Basis von der Datei von meinem Tutorial beim letzten Mal und gucken einfach mal, was wir jetzt da noch schicker machen können. Als ersten Punkt habe ich mir da mal rausgepickt die ganzen Beschriftungen, die wir auf der Seite haben. Das heißt, bei dem Tutorial hatte ich ja noch irgendwie rumtricksen müssen, die Schriftart auf einen Pixel runtersetzen und so weiter. Jetzt können wir das wirklich richtig schön einstellen. Das heißt, für alle Sachen können wir hier einzeln auswählen. Und unter anderem halt auch sagen, verstecken. Und für das Logo selber fällt auch eine von den Tricksereien weg. Das heißt, beim letzten Mal hatte ich ja hier das Logo noch so gemacht, dass ich hier ja, ein Bild gemacht habe, was so groß war wie das Video, was ich aufnehmen will. Und habe dort halt nur das Logo so positioniert, da wo ich es hin haben will und auch in der Größe, wie ich es haben will. Das müssen wir jetzt da nicht mehr machen. Jetzt da können wir hier halt wirklich ein normales oder nur unser Logo nehmen. Also jetzt habe ich wirklich nur noch mein Logo in der Größe, wie ich es im Video haben will. Also skalieren müsste es immer noch vorher. Und hier könnt ihr jetzt so sagen, Position des Logos will ich jetzt zum Beispiel oben rechts haben und ich kann extra für das Logo hier einen entsprechenden Rand einstellen. Genauso für die Sachen, die ich jetzt versteckt habe, könnt ihr entsprechend einen bestimmten Rand einstellen. Die nächste Sache, die sich da verbessert hat, ist die Schrift. Vor in der alten Version konnten wir ja nur einstellen die Schriftgröße. Jetzt können wir auch wirklich hier eine andere Schriftart auswählen. Ich nehme jetzt da hier mal meine
Grünschradschrift sozusagen, die verträgt auch immer etwas mehr an Größe, stelle ich einfach mal ein. Hier wäre es vielleicht noch ganz nett, wenn man auch die Schriftart von der Farbe einstellen könnte. Wäre noch mal praktisch, aber auch so schon finde ich eine echte Verbesserung. Das Logo habe ich jetzt hier ja schon positioniert. Jetzt muss ich es natürlich hier auch noch reinladen. Da habe ich ja gesagt, hier Logo only. Und schon haben wir das Ganze hier. Und bei dem Original-Tutorial hatte ich ja auch noch mit dem Logo ein bisschen rumgeschummelt und habe das dazu verwendet, um mir irgendwelche Overlays über die Karte zu machen. Zum einen entweder Beschriftungen, zum anderen vielleicht auch wirklich ein Satellitenbild, was ich mir dann rausgepickt hatte. Auch dafür müssen wir jetzt nicht mehr schummeln, sondern wir haben hier ein extra Hintergrundbild. Und auch bei dem fällt wiederum ein Trick weg, den ich beim letzten Mal genommen hatte. Da ging es ja um den Rand, dadurch, dass natürlich hier der Rand, den wir hier oben einstellen, sich auch auf das Logo ausgewirkt hat, mussten wir dann entsprechend entweder den auf 0 setzen oder das Überlagerungsbild so machen, dass es auch diesen Rand berücksichtigt. Müssen wir jetzt nicht mehr. Das Hintergrundbild geht über den kompletten Hintergrund. Und am Beispiel von meinem Satellitenbild als Hintergrund kann ich es jetzt einfach auswählen. Fertig. Das Logo an sich bzw. die anderen Sachen haben ja alle ihren eigenen Rand, den wir jetzt hier unten einstellen können. So, und das alles können wir jetzt da mal rendern lassen und können uns mal angucken, wie das jetzt aussieht. So, in dem Fall sehen wir jetzt also schön Satellitenhintergrundbild, was ich als Hintergrundgrafik, als Hintergrundbild eingefügt habe. Unsere Schrift ist übernommen worden und die ganzen anderen Beschriftungen haben wir jetzt da unten mal ausgeblendet. Also funktioniert jetzt alles ohne große Trickserei, sondern einfach nur durch entsprechende Einstellungen. Den nächsten Punkt, den ich zeigen will, ist das Vorzeichnen vom Track. Das heißt, abgesehen von unserer Animation, die halt entlang des Tracks geht, können wir jetzt so sagen, der soll vorab schon mal gezeichnet werden, dass man halt sehen kann, okay, das ist die gesamte Strecke und dann zeichnet unser Pfad halt quasi den Punkt ab, wo wir schon sind im Moment. Dazu hier das Häkchen Vorzeichnen anklicken und dann können wir in der Route selber noch eine Farbe fürs Vorzeichnen einstellen. Hier ist natürlich dann irgendwas Kontrastiges angesagt und da macht es vielleicht dann auch Sinn, diese Transparenz so ein bisschen einzustellen. Da muss man ein bisschen gucken, je nachdem, wie nah man an der Strecke dran ist, kann es sein, wenn man weit weg ist, dann liegen die Punkte so nah aneinander, dass die unter Umständen sich ein bisschen überlagern und das Ganze dunkler machen. Wenn man näher dran ist, sind die doch recht transparent und man muss es vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte schieben. Ist immer ein bisschen eine Sache von Ausprobieren, aber kann man sich halt, wie gesagt, mal angucken, was am besten aussieht und dann entsprechend einstellen. Und dazu zeige ich jetzt auch nochmal ein Beispiel. Das Ganze sieht dann also, wie gesagt, so aus. Die Strecke ist vorab schon komplett einmal vorgezeichnet in der entsprechenden Farbe und unsere Animation geht im Prinzip einfach darüber. Und wenn wir jetzt schon hier bei der Route sind, können wir uns auch gleich die nächste Verbesserung angucken, die mir natürlich auch extrem gut gefällt. Zum einen gibt es jetzt hier bei den Symbolen endlich auch ein Motorrad. Das ist zwar auch schon mal gut, aber ich hatte ja schon gesagt, ja, die sind ganz nett, die Icons, dass man sie hat und auf die Schnelle das zu machen. Aber im Großen und Ganzen treffen sie halt meistens nicht ganz meinen Geschmack. Und deswegen ist es natürlich umso cooler, dass wir jetzt hier wirklich auch unser eigenes Icon auswählen können. Also ich wähle hier das Icon von mir, in meinem Fall natürlich mein Logo. Und auch da ist es wieder der Fall, die Größe müsst ihr vorab schon entsprechend anpassen. Das heißt, es muss schon die Größe haben, wie es in der Karte oder in der Animation auftauchen soll. Aber dann könnt ihr es halt hier einfach auswählen, angeben und dann entsprechend wird das mit in die Karte reingerendert. Es gibt hier noch die Möglichkeit, das Symbol zu spiegeln. Das heißt, je nachdem, wie eure Animation geht, das ist halt, wenn ihr zum Beispiel oben das Motorrad auswählt, das zeigt ja eine bestimmte Richtung und wenn das nicht zu eurer Animationsrichtung passt, könnt ihr das hier spiegeln. Für mich macht es halt weniger Sinn, weil ich halt wirklich mal links, mal rechts fahre und nur das ja halt nur einmal generell einstellen kann. Und bei meinem Icon ist es eh egal. Und auch dafür zeige ich jetzt mal, wie das Ganze aussieht. So, und hier seht ihr jetzt schon schön, was auch immer ihr an Icon macht, wird dann entsprechend an der Route entlang animiert. Und natürlich ist das eine Einstellung, die ihr pro Track einstellen könnt. Das heißt, wenn ihr von mehreren Leuten die Tracks eingesammelt habt, in einer Karte animiert,
kann natürlich auch für jede Person ein eigenes Icon gewählt werden. Und jetzt kommen wir aber zu dem Top-Feature eigentlich von der neuen Version. Und das ist die Unterstützung für bewegte Karten. Dafür müssen wir jetzt hier oben was umstellen. Und zwar haben wir ja im Moment diese breite Höhe eingestellt von unserer Karte und der GPX Animator versucht halt, eure gesamte Route da irgendwie reinzupacken. Das setzen wir jetzt hier wieder auf Automatik und sagen dafür, wir setzen die sichtbare Breite und Höhe, in dem Fall halt auch wieder auf Full HD. Und Trägheit lasse ich jetzt gerade nochmal aus, komme ich gleich noch dazu, aber Vergrößerung. Und da wollen wir natürlich, das habe ich ja in dem letzten Video schon erklärt, eine Zoom-Stufe haben, die relativ nah dran ist. Ich wähle jetzt hier mal die 15. Und dann ist es natürlich ziemlich wichtig, die Beschleunigung sozusagen runterzunehmen. Weil wenn ihr trotzdem noch die tausendfache Beschleunigung macht, dann rennt das Ding ja so durch die Gegend, dass das Teil im Zweifelsfall gar nicht hinterherkommt. Und es würde auch nichts aussehen. Ich habe jetzt da hier mal so durch Rumprobieren grob ausgetüftelt, dass so 50-fache Beschleunigung ein recht guter Wert ist. Heißt natürlich auch, dass eure Videos mächtig viel länger werden, das ist klar. Aber sieht natürlich, das Ergebnis finde ich rechtfertigt das. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass ihr, solange ihr noch am Probieren seid, hier die Bildrate pro Sekunde oder Bilder pro Sekunde relativ weit unten haltet, damit ihr halt nicht so lange jedes Mal auf die Vorschau warten müsst, bis ihr sehen könnt, wie sich eure Einstellungen auswirken. Und später könnt ihr das dann entsprechend hochsetzen, so wie ihr es dann letztendlich im Video braucht und dann lasst dann halt mal eine ganze Zeit lang rendern. So, ich habe jetzt ja hier erstmal so grob eine Einstellung gemacht, wo ich denke, das müsste einigermaßen hinhauen und dann können wir uns mal angucken, wie das jetzt aussieht. Und hier seht ihr jetzt da schon, dass die Karte sich schön mitbewegt und das, was ich gerade gesagt hatte, dass jetzt halt die Transparenz von dem vorgezeichneten Pfad entsprechend auch viel mehr zur Geltung kommt, wenn es halt so nah rangezoomt ist. Eine Geschichte, die jetzt hier schon auffällt, ist unter Umständen, das kommt jetzt so glaube ich gleich, dass teilweise die euer Icon, eure Position relativ nah an den Rand gerät, wie hier eben gerade, ne? Das heißt, er rennt hier zum Teil wirklich nah an unserem Rand rum. Das sieht ein bisschen unschön aus. Teilweise finde ich auch, es ruckelt so ein bisschen, aber das können wir halt in den Griff bekommen, wenn wir halt die Framerate dann höher setzen. Und dann gucken wir doch mal, was wir uns sonst noch an Einstellungen angucken können, um halt das Ganze ein bisschen zu verbessern. So, eine Geschichte hatte ich ja schon ausgelassen eben, das war die Trägheit. Je nachdem, wie hoch ihr hier die Beschleunigung einstellt, kann es halt sein, dass der GPX Animator beim Hinterherfahren sozusagen nicht hinterherkommt. Und das wird hier durch diese Trägheit sozusagen bestimmt. Standardmäßig steht die auf 50, geht bis 100 hoch. Und da kann man jetzt halt so ein bisschen ausprobieren. Das heißt, je höher das wird, umso träger wird die ganze Geschichte. Wenn man in die falsche Richtung geht, also 100, wird er sozusagen träger. Und das sieht dann unter Umständen so aus. Die Animation geht los und das Icon rauscht gleich aus dem Bild raus und die Karte kommt halt sozusagen nicht hinterher. Das ist also ganz offensichtlich zu langsam jetzt für die Geschwindigkeit oder für die Beschleunigung. Das könnte man jetzt natürlich entsprechend korrigieren, indem wir dann hier runtersetzen. Also die Einstellungen, die ihr eben gesehen habt in dem Beispielvideo, da hatte ich dann mal gesagt, okay, ich gehe hier auf die 100 und sage zum Beispiel hier mal 200-fache Beschleunigung war das, glaube ich, was ich da eingestellt hatte. Und dann habt ihr gesehen, das ist nach oben abgehauen. So, jetzt können wir das so ein bisschen ausgleichen, indem wir dann sagen, wir setzen die Trägheit jetzt da auf 10. Und wie das aussieht, kann ich euch auch nochmal zeigen. So, und jetzt seht ihr, jetzt kommt zwar die Karte hinterher, aber natürlich schön anzugucken ist das nicht. Das heißt, ihr müsst wirklich irgendwo ein bisschen ausbalancieren, was ist die richtige Mischung zwischen Beschleunigung und dann dazu die Trägheit für die Karte einstellen, dass das Ganze so ein bisschen schön zusammenpasst. Ich setze das also hier erstmal wieder zurück auf die Einstellung, wo ich eigentlich so der Meinung war, das hat relativ gut gepasst. Nämlich bei Beschleunigung 50 und hier die Trägheit konnte ich dann lassen bei 50. Und einen Punkt hatte ich ja noch erwähnt, dass teilweise das Icon sozusagen zu nah an den Rand rankommt. Und da habe ich halt gesehen, hier mit unserem Rand können wir das so ein bisschen abfangen.
Das heißt nicht automatisch, dass der wirklich genau diesen Rand einhält, aber zumindest durch das Hochsetzen konnte ich für mich erreichen, dass er ein bisschen weiter davon wegbleibt. Ja, und zu guter Letzt kann man dann halt, wie gesagt, noch hier unten die Framerate entsprechend hochsetzen, um so ein bisschen das Ruckeln wegzubekommen. Ich würde also, oder ich habe es dann mal mit 60 Frames gerendert und würde dann eher im Schnittprogramm hergehen und dann quasi das wieder auf eine niedrigere Framerate runterrechnen und dann gegebenenfalls noch so einen Motion Blur Filter drüber legen, um das ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen glatter zu machen. Wie das mit 60 FPS aussieht, kann ich euch auch noch mal gerade zeigen. So, hier habe ich also jetzt mal 60 FPS, habe auch noch eine andere Hintergrundkarte mal ausgewählt und ich denke mal, so würde das für die Fahrt eigentlich ganz gut passen und auch mit den Abständen recht gut hinhauen. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Es gab noch ein paar weitere Änderungen darin. Da könnt ihr ja mal in das Changelog reingucken, was es noch alles gab. Natürlich auch ein paar Fehlerbehebungen. Aber ich denke mal, die wichtigsten Teile habe ich hier erwischt. Und ja, mir bleibt damit für diese Woche wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.